Moin Moin Sportsfreunde, heute gibt es mal wieder ein Video aus der Rubrik Real Talk oder wie man das auch immer nennen möchte. Und zwar, der Videotitel sagt es schon, Natural ist Scheiße. Und ich glaube, damit werde ich jetzt die Aufmerksamkeit von vielen Menschen haben, weil jetzt jeder denkt, Alter, der Brocken stofft. Nein, tut er nicht. Mir geht es nicht um das Stoffen oder sonst irgendwas an sich, sondern um den Begriff Natural in erster Linie jetzt erstmal in diesem Video. Und zwar, dieser Begriff geht mir sowas von auf die Eier. Oder Natty ist noch schlimmer. Und dieses ganze darauf rumgereiter auf Natural, das ist wieder so ein Begriff, der aus den USA und so weiter übernommen wurde. Aber hier komplett verzerrt eingesetzt wird, meiner Meinung nach. Weil der Begriff Natural hier überhaupt nicht definiert ist. Jeder behauptet, ich bin Natural hier, Natural da, Natural dort. Aber was heißt das eigentlich? Weil ich denke mal, das heißt für jeden etwas anderes. Ein gutes Beispiel war unter dem anderen Video, hatte ich einen Kommentar drunter. Ich zitiere das jetzt. Das klingt fast so, als wäre es dir egal oder für dich in Ordnung, Stoff zu nehmen, wenn dieser nicht auf der Verbotsliste steht. So, das impliziert doch für mich schon mal wirklich, dass dieser jemand das Ganze nicht verstanden hat. Und ich denke mal, das geht vielen so, weil erstens, natural, also für mich, bedeutet das dopingfrei. Das heißt, dopingfrei ist das alles, was laut NADA und WADA erlaubt ist, darf ich konsumieren. Das ist dopingfrei. Das ist meine Definition von natural. Aber wie gesagt, ich werde diesen Begriff natural einfach nicht mehr benutzen, weil ich werde jetzt wirklich nur noch dopingfrei benutzen, weil das für mich halt wirklich diesen Punkt besser beschreibt. Weil ich denke mal, es wird auch viele geben, die sagen, ey, wer Subs nimmt, ist nicht mehr natural, Kreatin ist nicht natural, Arginin, Hinz und Kunstsupplement ist nicht natural, Booster sind nicht natural, wobei da muss man wirklich aufpassen, diese Hardcore-Booster sind zumindest nicht mehr dopingfrei oder können zumindest zu positiven Dopingtests führen, von daher wäre ich da vorsichtig, was das angeht. Aber der eine oder andere mag auch sagen, das ist auch noch natural. Und da finde ich halt, ist das ganz große Problem bei diesem Begriff. Weil diese ganzen Fake-Hunter und XY ist nicht natural, der ist nicht natural und der ist nicht natural. Dieses mit dem Fingergezeige, ohne dass dieser Begriff überhaupt irgendwie eine spezifische Bedeutung hat. Weiß ich nicht, es geht einem wirklich nur auf die Nüsse. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich mir diese ganzen YouTube-Videos von diesen Fakern und von diesen ganzen anderen Bodybuilding-Affen hier, wie Karl S. und dieser Mischa und wie sie alle heißen, ich gucke mir diesen ganzen Müll nicht an. Was ich mir wirklich angucke, ist hier Röls Imperium zum Beispiel, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich diese Videos regelmäßig anguckt, hat man eigentlich alles gesehen. Weil es ist egal, ob das jetzt aus dem Kontext gerissen ist, zusammengeschnitten, ganz ehrlich, die Videos von den anderen auch nur Müll. Buchclub und vegan und diesen ganzen Kram, was die einem da aufschwatzen wollen und erzählen wollen, das ist alles so gequirlter Kack. Und ganz ehrlich, ich gucke mir dann diese 5 Minuten oder 8 Minuten Röls Imperium an, habe ich alles gesehen, was ich sehen muss, reicht. Und habe wenigstens noch Spaß dabei gehabt, weil die anderen Sachen, da kann man sich wirklich noch vor den Kopf fassen, was da teilweise von sich gegeben wird. So, aber wieder zurück zum eigentlichen Thema, natural ist scheiße. Also ich sagte, ich will jetzt auch niemanden dazu bringen, hey, stofft jetzt oder macht sonst irgendwas. Ich sage nur mal so, jeder muss für sich selbst den richtigen Weg finden, was für ihn selbst das Richtige ist. Für mich ist das halt definitiv dopingfrei, laut NADA-Verbotsliste. Das heißt, die Sachen, die dort draufstehen, sind für mich tabu. Selbst wenn ich nicht getestete Wettkämpfe machen würde oder in solchen Verbänden wäre, ist das für mich halt meine Richtlinie, weil ich für mich entschieden habe, ich möchte gucken, was kann mein Körper leisten, ohne verbotene Substanzen zu sich zu nehmen. Deswegen verzichte ich auch auf den Einsatz von Hardcore-Boostern, weil, wie gesagt, die können halt zu positiven Dopingtests führen. Deshalb sind die für mich auch tabu. Das war übrigens auch der Grund, warum ich mit meinen eigenen Subs angefangen habe. Um halt auch Leuten, die es ähnlich sehen wie ich, die Möglichkeit zu geben, Dinge zu kaufen, wo man sich keine Sorgen machen muss. Weil, wie gesagt, ist alles NADA und WADA-konform, damit halt Athleten, die diesem Kodex unterliegen, auf jeden Fall nicht in die Gefahr laufen, positiv getestet zu werden. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, mit diesem ganzen Natural-Blabla und so weiter. Was ich zum Beispiel total geil finde. Was ist natural möglich?
Hey, das ist doch auch von Person zu Person unterschiedlich. Der eine ist ein besserer Sprinter, der andere ist ein besserer Kraftsportler, der nächste ist ein guter Stabhochspringer. Deswegen diese ganze Diskussion ist halt total hinfällig. Das Schlimme ist halt nur, dass gerade im Bereich Fitness, es kann jeder machen. Deswegen, weil auch jeder irgendwie Bankdrücken macht oder sonst irgendwas in dem Fitnessstudio, sehr viele, und dieser Trend halt immer weiter ansteigt, muss, ist jeder der Meinung, er ist das Nonplusultra, muss sich zu jedem Kram äußern. Bei Leichtathletik und so weiter würde das keiner tun, weil das schon wieder so speziell ist, dass es nicht die breite Masse anspricht. Oder Turnen oder, keine Ahnung, Tennis oder was weiß ich. Nur beim Fitness, weil es überall Fitnessstudios gibt, wo man für 10 € im Monat trainieren kann, muss jeder sich in dieses Thema reinsteigern und meinen, er ist der Mittelpunkt des Universums, alles muss sich um ihn drehen und alle anderen Leistungen sind entweder gefaked oder auf Stoff oder keine Ahnung was. Das ist halt dieses, was die letzten Jahre dieses ganze Natural-Blabla entwickelt hat. Das ist echt schlimm. Ich muss allerdings auch zugeben, ja, auch ich habe früher, wo ich mit dem ganzen Kram angefangen habe, so richtig, das war so 2008, habe ich gesagt, okay, ich trainiere jetzt mal auf Leistung. Kannte halt auch schon viele, die damals gestofft haben. Bin also quasi indirekt schon in Berührung gekommen mit dem Thema. Und weiß halt auch, wie die Wirkungen sind und dass da wirklich dramatische Steigerungen in sehr kurzer Zeit möglich sind. Und das war halt auch damals der Punkt, wo ich mich dazu entschieden habe, ich möchte das nicht. Und ja, habe halt auch damals immer gedacht, wenn ich so manche Leistungen im Internet oder sonst irgendwas gesehen habe, das kann nicht normal sein. Der ist garantiert auf Stoff. Also da habe ich nicht diesen Begriff natural benutzt. Das ist, wie gesagt, so eine Seuche, die bei YouTube entstanden ist und im Social Media Bereich. Das ist total ätzend. Sondern der ist auf Stoff, also der nimmt irgendwelche Substanzen und. Allerdings hat sich das gelegt, je mehr ich selbst in dem Sport eingetaucht bin und je länger ich trainiert habe und selber stärker geworden bin, habe ich halt gemerkt, was ist tatsächlich überhaupt möglich, ohne sowas zu nehmen. Ich habe 2010, also 2009 habe ich mit Wettkämpfen angefangen, habe da meinem ersten Wettkampf mit Bankdrückshirt 245 Kilo gedrückt, bei 140 Kilo Körpergewicht, habe jetzt zum Schluss 365 Kilo gedrückt, also habe in gut 7 Jahren, ja, in 7 Jahren um die 120 Kilo draufgepackt mit Shirt. Also man sieht, da ist schon was möglich. Gute Steigerung roh war nicht ganz so groß. Da habe ich in 7 Jahren, sag ich mal, 60, so 55 bis 60 Kilo draufgepackt. Also ich habe halt einmal 260 gedrückt im Wettkampf, im Training halt schon häufiger, aber meistens war so 250, 255 meine Wettkampfleistung, deswegen sage ich mal so 55 Kilo in 7 Jahren draufgepackt. Also da sieht man doch schon, es dauert seine Zeit. Und ich sag mal, ich habe halt viele gesehen, die Stoff genommen haben und innerhalb von kurzer Zeit wirklich 10, 20, 25 Kilo mehr gemacht haben. Und ich habe mir das über Jahre erarbeitet. Ist natürlich dafür auch nachhaltiger, das muss man einfach so sagen, und gesünder. Aber wie gesagt, auch ich bin damals diesen Dingen verfallen und war halt überskeptisch, habe gesagt, nein, das geht nicht ohne, das geht nicht ohne. Habe auch leider zugeben müssen, ich habe auch damals, bin ich auch so ein bisschen, diese Arco-Videos und sowas habe ich halt auch am Anfang geguckt, damals, wo es halt doch so, wo er angefangen hat und vielleicht auch wirklich noch ein vernünftiges Ziel verfolgt hat. Ne? Und bevor er in diese manische Schiene verfallen ist, alles kaputt zu hetzen. Und habe halt auch gesagt, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber wie gesagt, je mehr man sich mit dem Kram wirklich beschäftigt und intensiv trainiert und selber sich immer weiter verbessert und sieht, was möglich ist, dann ändert sich das. Und irgendwann guckt man sich diesen ganzen Bullshit einfach nicht mehr an. Auch die Leistung von anderen Leuten bei YouTube. Ja, ich gucke mir das bei Instagram an. Ja, ich gucke mir das bei YouTube auch mal an, wenn es was Spezielles ist oder ein Highlight oder von Leuten, die ich kenne. Aber ganz ehrlich, ich muss mich mit mir selbst messen. Ich bin selbst mein größter Gegner. Ich möchte mich verbessern. Ich muss nicht Leistung XY schlagen. Ich muss meine eigenen Leistungen schlagen und mich verbessern. Und das ist das Wichtigste bei dem Sport. Immer sich selber zu verbessern. Kein Stillstand. Immer vorwärts kommen. Und wenn man darauf achtet, dann sind die Sachen von anderen Leuten völlig egal. Jo, ich glaube, das Thema ist eigentlich auch durch. Will ich das Video nicht zu lang machen. Ja, deswegen bin ich halt der Meinung, naturale Scheiße. Dieser Begriff ist einfach Kacke. Dopingfrei, ja, natural, who cares? Deswegen, also ich
werde weiterhin dopingfrei bleiben und dies ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Gerade jetzt in letzter Zeit habe ich wieder sehr große Fortschritte gemacht, weil ich mich halt wieder wirklich richtig durchgebissen habe, neue Motivation auch geschöpft habe, weil ich auch in die Strongman-Schiene gehen will und auch dort gucken will, wie weit kann ich kommen, dopingfrei unter halt den Vorgaben der NADA und WADA, weil ich werde auch weiterhin noch BVDK-Wettkämpfe und so weiter machen und unterliege auch dort den Dopingtests. Also von daher bleibe ich dem meiner Linie weiter treu und das ist halt das Einzige, was zählt. Jeder muss seinen Weg finden, dem treu bleiben, sich selbst treu bleiben. Und dann hat man erstens auch Spaß am Sport und alles andere ist dann echt Nebensache. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich werde weiterhin Spaß am Sport haben. Ich werde auch weiterhin Spaß daran haben, vielleicht hier und da ein paar Subs zu verkaufen und mein Portemonnaie ein bisschen aufzubessern, um mir den Sport zu finanzieren. Weil ganz ehrlich, mit den großen Firmen kann ich nicht mithalten. Das ist einfach so. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr bei mir im Shop vorbeiguckt, vielleicht das ein oder andere Produkt kauft. Mit dem Code Brocken könnt ihr noch 10% sparen. Wie gesagt, ab 30 Euro Versandkosten frei. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Wie gesagt, denn nur gemeinsam kann der Sport leben und hört auf, immer auf sich einander rumzuhacken, weil die aus dem einen Verband hacken auf dem anderen rum. Die Rohsportler gegen die Equipsportler, die Dreikämpfer gegen die Bankdrücker, die Fitness-Freizeitsportler gegen die Leistungssportler. Ihr macht euch doch das alle selber kaputt. Weil es ist doch ganz klar, dass dieser Sport von keinem richtig ernst genommen wird, wenn jeder aufeinander rumhackt. Ne? Gut, in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Sport. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.